Hallo und herzlich willkommen bei Felix Study Games, heute mit einem neuen Spiel. Das nennt sich Limbo. Ich habe hier den lieben Niklas bei mir. Sag mal hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Nicht wundern wegen der anderen Mikrofonqualität, denn ich habe gerade Niklas mega cooles Headset hier bei mir, weil der pennt bei mir und bla 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 bla. Das ist ja nicht mein Headset, sondern das sind meine ganz normalen Kopfhörer. Ja, das sind seine ganz normalen Kopfhörer für den privaten Gebrauch. Dieses Link Spiel, in der Beschreibung. Link in der Beschreibung. Dieses Spiel heißt Limbo. Das ist Erst für die Xbox rausgekommen. Ich habe damals die Demo auf der Xbox gezockt, wollte es mir eigentlich kaufen, weil damals zu faul und hatte zu wenig Geld. Also das ist eigentlich ein Spiel, das lebt von seiner Atmosphäre. Es ist ziemlich simpel. Man startet halt in diesem kleinen Wald. Man ist halt so ein Junge. Und das ist eigentlich nur ein Spiel, wo man... Es ist ein 2D-Spiel. Und viele Leute sagen, das ist eine scheiß Grafik, aber... Die können mir alle mal die Klöten lutschen. So sieht's aus, ja. Also es lebt wirklich nur von seiner Atmosphäre, weil, wie man jetzt zum Beispiel sieht, wenn ich jetzt mal die Steuerung bekomme. Die Steuerung ist ganz simpel mit den Pfeiltasten und hier so mit den Pfeiltasten nach oben springt man. Interagieren tut man, glaube ich, mit Shift und Control, bei Mac heißt Control. Und man hört halt die Geräusche hier vom Boden. Und ja, man kann sterben. Man kann elendig sterben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier zu hoch runterspringe, das heißt, ich springe jetzt da unten auf diesen Boden da drauf, dann, also ich muss hier ganz vorsichtig runter, da kann ich sterben, genauso wie da unten diese Zacken am Boden. Das ist alles möglich. Ja, und man muss halt so ein bisschen Rätsel lösen und... Zum Beispiel hier ist zum Beispiel das erste Rätsel, man geht quasi hin, interagiert, ups, warte mal, wie war es denn noch? Shift? Ja genau, es war Shift. Jetzt muss man das ziehen, bis dahin, genau, und jetzt da oben drauf. Das ist zum Beispiel das erste Rätsel, das ist natürlich total simpel, springt man hier ran und dann seilt man sich ab. Und es gibt auch so ein paar Secrets. So. Ja, ich habe das ein bisschen angespielt. Und ich habe zum Beispiel gesehen, dass es andere Leute gibt, die versuchen, einen umzubringen. Und mehr will ich jetzt nicht erzählen. Ja, Monster. Es ist, also ich finde es ziemlich gruselig. Und an manchen Stellen habe ich mich echt erschreckt, aber auf Extremste. Ja. Da saß ich hier und bin manchmal zusammengezuckt. Also ich habe den Vorteil jetzt, dass ich nichts höre, weil das On-Ear-Kopfhörer sind. Ja. Ich sehe also. Für mich, also ist das jetzt, reicht, ja. Für mich ist das Stummfilm, aber. Aber man hört jetzt so leichte Geräusche, so kling, 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 ja, als würde jetzt jemand zum Beispiel auf ein Metall hauen oder so, und das ist halt, was so eine gruselige Atmosphäre ausmacht, wie dieses Wassergeräusch hier und Windgeräusche. Ich kenne das, ich habe es auch schon mal angezockt. Aber ich glaube, ich kaufe ihn sogar bei Steam. Das gibt's bei Steam für, ich glaube, 7 Euro oder so. Ja genau, das ist auch ein Rätsel. Ruhe packen und Ruhe ziehen. Überhaupt nicht unauffällig, nicht alleine. Und dann gebe ich, also man sagt, es habe keine Hintergrundstory, ich habe aber irgendwo mal gelesen, dass der irgendwie seine Schwester sucht oder irgendwie sowas. Aber ich weiß auch nicht, ob das stimmt, ob das nur so Pseudogelaber war. Ich bin mir nicht sicher. Ups, ich wollte mich nur umdrehen. Boah, Junge, das keine haben. Hobbala. Hobbala. Wie war das? Panda Eschmo. Panda. Hamela Esch Chabla, keine Ahnung. Boah. And you know why. Das ist zum Beispiel auch eine Falle, das ist eine Bärenfalle. Ich kann ja mal demonstrieren, wie es aussieht, wenn man stirbt. Hamela. Wow, nice. So sieht es dann ungefähr aus. Oh, das schöne, die schönen Augen sind weg. Und der Sinn hiervon ist quasi, dass man sich das Ding packt, da mal drüber jumpt, was ich gerade natürlich gefailt habe. Zum Glück ist hier ein Checkpoint. Vorführeffekt. Ja, Vorführeffekt, stimmt. Backflip. So. Also Jump'n'Run ist natürlich auch dabei für alle Fans. Hier ist dann so ein verdorbener Köder. Wie war das noch? Genau, man soll hier hingehen, dann nimmt man sich die Bärenfalle, zieht sie da runter, springt, hopp, und hopp, so, und rüber da. Ja, diesen Hintergrund ist schon gut gemacht. Ja, also, das ist ja auch, das ist jetzt keine schlechte Grafik, würde ich nicht sagen. Es ist zwar jetzt nicht die große Grafik, wie jetzt, keine Ahnung, bei welchem Spiel, also kann man jetzt... Aber komm, wir spielen Minecraft, wir sind das gewohnt. Okay.
okay, da habe ich mich total erschreckt. Ich habe sowas hier gemacht und dann. Wow, ein Stein, der mich kaputt schlagen kann. Ein Ghetto-Stein. Der Steine weißen. Manchmal wundere ich mich, warum ich nicht einfach in Richtung der Sonne da laufen kann. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie ein Biber, dieses Bandchen. Voll der kleine Spider-Man. Oh, ich hab die Stoppuhr gar nicht gemacht. Na egal. Muss einfach nur merken. Ja, egal, zähl einfach 10 Minuten drauf hin. Ja. Die wunderschöne iPod-Stoppuhr. Wir können ja dual so sehen. Was war das hier noch? Ah, genau, das war dieses Wasserrätsel. Das muss ich mir so packen. Und wenn man ins Wasser geht, ertrinkt man auch. Ja, aber kleine Junge schwimmen kann. Ja, der ist nämlich noch 5 und der war noch nicht in der Schwimmschule. Aber nachher, genau, das war so. Oh, ich mache mir einen Orangensaft. Ja, nimm du dir, mach mal einen Orangensaft. Richtiger Luxus hier bei Hardys. Kein Scheiß. Ah, ich hab gefailt. Ich kann ja was Lustiges erzählen. Okay. Wir haben so Köln-Arena-Becher und ja, ich war letztens so, das war schon abends, da dachte ich mir so, boah geil, Alter, so einen halben Liter O-Saft, den könntest du dir jetzt voll kippen, ne? Da machst du mir den Becher so schön randvoll, ne? Trag den mit nach oben. Ich war gerade irgendwas am Machen. Ey, ohne Spaß, das war so ärgerlich. Ich kipp den scheiß Becher um, in meine Tastatur rein, der ganze O-Saft in die Tastatur. Oh nein. Und dann, deswegen nimmt der Gearhead LP auch nichts auf. Genau, nee. Aber ohne Spaß, die Tastatur, ich habe die nachher ausgewischt und geföhnt, ne? Mhm. Und ey, mein ganzer Schreibtisch, der war kurz bis vor meinem Bildschirm. Ey, wenn da irgendwas draufkommt, wäre ich hätte geheult, ne? Aber auf jeden Fall war der so scheiße voll mit O-Saft. Alles hat geklebt und ich hatte Fruchtfleisch auf der E-Taste. Oh nein. Auf jeden Fall, was ich nachher noch hatte, Und nachher, auf jeden Fall klebt die Tastatur jetzt noch ein bisschen, weil es ist in die Noom-Tastenfelder reingelaufen. Es klebt immer noch? Ja, in die Noom-Tastenfelder ist das reingelaufen. Wie lange ist denn das jetzt her? 2 Wochen. Nur mein Problem ist einfach, wenn ich die Noom-Taste runterdrücke, ist die steinhart, ey. Die ist so festgedübelt. Aber da das auch die Standard, Dings ist, also die Standard-Tastatur von Lenovo, denke ich, bin eh bei einer neuen von Logitech holen. Daher, juckt das nicht. Ich bin hier auch mal runtergeflogen und ich glaube, mir ist nichts passiert. Da oben geht's. Hierzu geht's nicht. Ja, das habe ich auch schon versucht. Da ist bestimmt ein Secret oder so. Das habe ich nämlich auch so. Bis dahin ging auf jeden Fall noch die Demo. Ja, das habe ich vorher nicht geschafft. Kann ich das machen? Ich glaube, da muss ich ein bisschen mehr schwingen. Irgendwas da oben leuchtet so komisch. Lass ihn schwingen. Nee, das habe ich so oft versucht, ich habe es nie geschafft. Musst du es wieder ganz hoch? Nee, nee. Achso, hast du schon mal rum. Das stimmt. Mit den surrenden Bienen hier im Wasser. Ja, warte mal, das muss noch weiter. So, ich gleich. Aber hier ist, glaube ich, so die Grenze. Hier, jetzt kommt der Advantage-Part. Hier wird es aber dunkler. Hier wird es jetzt etwas böser. Spar. Ja genau, das ist Spar's der Part. Vorbei. Das ist der Part, den ich am meisten hasse. Guck mal, da oben die Bären fallen auf den Baum. Ja, das ist das Ding. Und jetzt pass mal auf, jetzt achte mal genau aufs Bild, Niklas. Ich kann das. Siehst du das? Ja, ich kann das. Das ist ekelhaft, ne? Ja, ich kenne das. Und bis dahin gehen die Demo auf die Xbox. Ja, bis dahin. Du musst die Bärenfalle runterholen, dann Ich weiß, aber die kommt erst runter durch die Erschütterung von dieser scheiß Spinne. Jetzt geht sie hoch und jetzt gehe ich ein bisschen zurück und. So, Junge, ich erschreck mich jedes Mal. Ich hör's ja nicht. Jetzt geh mal ein bisschen zurück und hol die Bärenfalle. So. Ne, die Bärenfalle, das höre ich. So, und runter mit dir. Jetzt ist sie, glaube ich, unten. Ja. Hüpf drüber, ein bisschen cheeky. So, und da kommt er ein bisschen einfacher. Und die Spinne wird halt innerhalb des Spieles komplett zermetzelt. Du kannst an der Nase jucken. So, das ist der Trick, also du merkst quasi immer, wann die kommt, so, erster Fuß ab. Und wenn jetzt zweiter Fuß kommt, das ist das Böse, der zweite kommt, warte, so.
der zweite kommt und der dritte folgt sofort danach. Das ist das Schwere daran. Jetzt gehe ich ein bisschen zurück und jetzt. Das ist das.